Ja, hallo Freunde, was geht? Herzlich willkommen bei Resident Evil 7, dem Teaser. Beginning Hour heißt das Ding. Ja, ich habe mir jetzt, oh, ich bin so aufgeregt, ich bin so fucking aufgeregt. Ich habe mich direkt in den Lieblingsjogger geschmissen, habe die Rollos runtergefahren, Licht ausgemacht, volle Kanne, jetzt geht's los, actionmäßig hier. Weil Horror ist einfach genau mein Ding, also da, was heißt genau mein Ding, aber ich gehe da halt mega drauf ab, es ist... Ich schwitze mir da den Arsch ab und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal mit. Und ja, ich weiß, sie ist relativ bekannt jetzt schon. Dieser Teaser wurde auch schon oft gezeigt. Aber der ist leider heute erst für die Xbox One erschienen. Ich direkt nach der Arbeit hierhin, mich in den Stuhl geschmissen. Wie gesagt, Jogger angezogen, alles runter. Jetzt geht's los, Leute. Okay. Jetzt muss ich wieder ganz gechillt sein. Okay. Erinnert so ein bisschen an Blair Witch Project, aber ich halte jetzt die Fresse. Ich spiele das Ganze mit dem Headset. Was geht hier vor sich? Ach du Scheiße! Jetzt schon, wenn ich den Wind höre. Richtig geil. Auf dem Headset ist das echt unglaublich. Das ist eine andere Erfahrung. So, unser Ziel ist, entkommen Sie aus dem Haus. Okay. Die Sicht ist sehr eingeschränkt, Leute. Ich bin... Scheiße, das wird lustig. Ich bin damals schon mit Outlast, das... Okay. Alter. Oh, das hat mich schon mega berührt. Emotional, auf einer sehr tiefen Ebene. Deswegen bin ich jetzt, da das Spiel eben so vom Prinzip her auch so ist. Also First Person und so ein Horror. Da fahre ich einfach mega drauf ab, so Psycho-Horror. Warum kann ich denn so komisch, so langsam nur gucken? Sie haben keine Videokassette. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Videokassette finden, denke ich mal. Ein Zettel. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Okay, das klingt sehr nett. Netter Geselle anscheinend. Kann man nicht mitnehmen, oder? Kann man das mitnehmen? Ich wüsste auch nicht wofür. Das Drehen ist ein bisschen, fällt mir ein bisschen schwer hier. Natürlich. Wir sind hier in so einem Haus gefangen und dem fällt jetzt nichts anderes an, als an das Klavier zu gehen. Da fehlt eine Sicherung. 2F, 3F. Ist das 1F? Ja. Ah, guck mal hier. Stairs für die Treppen. Fusebox. Danger, Gefahr. Es fehlt eine Sicherung. Okay. Boah, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir sind jetzt hier alleine im Haus. Der ist aber schon der Nachbar. Okay, ich denke mal, wir müssen hier sowieso raus. Was kann man denn für Kombination... Oh, was ist das denn? Was bringt uns das? Wenn uns irgendwas anblendet anscheinend. Ich muss ja schnell alle Tasten ausprobieren. Oh, ah, okay, das Inventar. Kann man Licht nicht ausmachen? Okay, wir gehen erstmal hier lang. Vorsichtig. Scheiße, ey. Der Teaser soll übrigens eine ganz andere Geschichte zeigen. Also das ist dann halt einfach neben der Hauptstory. Hier ist die Dusche an. Toilette. Scheint schon die Dusche zu sein.
Es ist kein Wasser im Tank. Oh, hier gibt es anscheinend viel zu tun. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, mich hier umzudrehen. Wenn ich so schräg nach oben gucke, dann geht das so langsam. Und wenn ich so seitlich gucke, dann ist, glaube ich, wegen der vertikalen Einstellung. Ich habe da eigentlich nichts verändert. So, Pistole, Munition. Das klingt schon mal nicht gut. Ich meine, es ist zwar schön, dass wir was haben, aber... Boah, wenn die Tür auf ist, ey, der kriegt ja Paranoia. Okay, komm. Nochmal einen Ticken lauter bei mir. Ich muss das Spiel fühlen. Eigentlich müsste ich jetzt auch Fenster aufmachen, damit die Kälte, der blasende Wind gespürt wird. Alter. Noch lauter geht's nicht. Du Scheiße, ey. Ein paar Zettel, die wir nicht lesen können. Ich bin auch so der Schisser, ne? Ich erinnere mich an einige... Ah, Pistolenmunition, sehr gut. Ich erinnere mich an Outlast. Das Spiel wollte ich eine Zeit lang einfach gar nicht mehr spielen. Aber ich habe gesagt, komm, du hast es gekauft, du musst es spielen. Ich habe da einfach so Schiss gehabt. Leeres Notizbuch. Okay, das nimmt er jetzt mit. Wahrscheinlich tragen wir da jetzt die Sachen ein. Also es ist blind, ich habe mir vorher nichts angeguckt. Obwohl ich heute Morgen eigentlich wollte. Was ist das denn? Das hängt von der Wand ab. Ich höre rechts irgendwas. Oh, was ist das denn? Du Scheiße. Okay. Hier ist aber nix. Auch nichts. Schade. Ein Puppenfinger. Warum braucht man sowas, ey? Ja, zu, wir sind ja hier ordentlich. Ach du Scheiße, ey. Das ist anscheinend Metzgers Küche. Alter. Hell's Kitchen. Kitchen, würde ich schon Küche sagen. Ist die Frage, gehen wir erst hoch oder gehen wir erst... Was leuchtet? Da leuchtet was rot. Was war das? Irgendwas wie so eine Flasche. Ich gehe mal essen in die Küche. Boah, das Spiel ist nicht ohne, ey. Ich denke mal, da werde ich auch ordentlich Gefallen dran finden. Ja, oh, Kitchen, aber bestimmt eine Leiche drin. Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das, Alter? Anscheinend ist ja bald Weihnachten. Und dann gibt es ja wahrscheinlich hier. Ey, weil ich mich so langsam umdrehen kann, ne? Da kriege ich ja richtig Schiss, ne? Und du hörst einfach die ganze Zeit, was das macht, einen verrückt. Ja! Der Gulliver ist auch da. Scheiße. Scheiße. Das kann man so alles mit ins Rollen mit. Mein Gott. Weg damit. Das kam alles so ein bisschen ins Rollen mit diesem Silent Hill Teaser, der mal kam, der wohl doch, das wohl doch nicht erschienen ist. Und da haben sich ja alle so ein Teil hier gewünscht. Jetzt ist es von Resident Evil gekommen. Cleverer Schachzug. Cleverer Schachzug. Ich glaube, ich kann nur echt. Das ist ein bisschen an der Kette verschlossen. Hier ist alles dicht. Kann ich überhaupt was machen hier? Taschenlampe flackert. Was hat das zu bedeuten? Ich guck mal schnell, ist hier noch irgendwas? Nee. Mmh. Jawohl. Ein Bolzenschneider. Damit können wir die Kette aufmachen. Huh! Wo kommt das jetzt her, bitte? Guck mal, was ist das denn da oben, ey? Warum hat man sowas? Raus? Natürlich. Um rauszukommen, braucht man einen Schlüssel. Guck mal, das ist eine einfache Holztür. Einfach immer Fuß, bumm und Feierabend. Okay, das ist abgeschlossen. Ja gut.
Muss man halt zweimal gegentreten. Okay, dann benutzen wir jetzt den Bolzenschneider. Haben wir den hier irgendwie im Inventar? Was ist was? Benutzen. Kombinieren kann man auch. Cool, das ist geil. Bewegen. Komm, machen wir mal so. Dann haben wir jetzt hier den Bolzenschneider. Obwohl, brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Jawohl. Das gefällt mir. Was kommt da mit? Okay. Verfallenes Haus. Wir haben eine VHS-Kassette gefunden. Der Rückweg. Man denkt sich immer, oh, den Weg bin ich ja jetzt easy lang gegangen, nichts passiert. Aber der Rückweg, da kann man jetzt überraschen, ne? Ja. Okay. Bevor ich jetzt nach oben gehe, werde ich auf jeden Fall erstmal die Diskette einlegen. Natürlich. Und da sind wir jetzt rein. Nicht geil. Nicht geil. Okay, Kassette rein damit. Das gucken wir uns jetzt noch eben an. Ah. Alter, ey. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Ah, ich kann sogar selber laufen. Ach, cool. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Du Scheiße, man kann aber selber gucken, ey, wie krass. Laufen wir? Okay, los geht's. Keine gute Idee. Mach mal Platz da. Verschlossen. Ja, sehr gut. Hat dir? Bestimmt auch keiner gehört. Ach du Scheiße. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Nee. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Hat wohl jemand ein Problem mit seinem Ego? André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy! Mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Ah, hier waren wir oh, doch geschickt. Scheiße. Ja. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? Du Scheiße. André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Der veräppelt uns bestimmt. Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Yo, da war was. Habt ihr das gesehen? Rechts, da war so eine Olle. Oh mein Gott, ey. Das ist der Raum, wo wir drin sind. Was war das denn? Hast du es gehört? Hab ich, ja.
Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Was? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Will er mich veräppeln? Der geht an den Kamin und auf einmal geht da was auf. Wie hat er das denn gefunden? Oh nee, ne? Du zuerst. Ja, klar. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. So ein feiger Sack. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich glaube, in echt hätte ich ihn runtergetreten. Für diesen Spruch. Was siehst du? Was ist? Mein Gott, ey. Mein Gott. Oh, das Blair Witch Project hört sich genauso an. Sieht genauso aus. Scheiße, André. Alter. Uah, eklig. Gänsehaut. Steht das hier auch noch? Oh Gott, ey. Okay. Können wir vielleicht... Oh mein Gott, da will ich doch nicht runter. Oh mein Gott, ey. Ich gehe erstmal hoch. Da gehe ich doch nicht freiwillig runter jetzt noch, ey. Okay, man sieht, ich bin ein bisschen am Rennen. Ich hab ein bisschen Schiss. Ein bisschen ist gut, ey. Okay. Keine Reaktion. Okay, das hängt wahrscheinlich mit der Sicherung zusammen. Oh. Geht nicht auf. Also das ist wirklich übel. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als da runter zu gehen. Ich kann es selber kaum glauben. Okay. Ach du Scheiße. Die Leiter ist weg. Ich glaube, das ist gut, dass sie weg ist. Oder wir springen jetzt da runter und... Hintertürschlüssel. Darunter kommen wir zum Glück nicht. Ich dachte, wir müssen jetzt da runter. Hintertürschlüssel. Nee, ne? Alter. Die Musik geht los. Ach du Scheiße, Gänsehaut am ganzen Körper, ey. Warte, ist das jetzt die Tür da hinten, oder? Komm. Hallo? Ich habe Essen gemacht. Wahrscheinlich ist er sauer, weil wir den Kühlschrank nicht zugemacht haben. Ist zu. Alles gut. Kannst rauskommen.
Ein sehr maskuliner Schrei gerade. Jetzt von oben. Ich guck nicht. Hallo, 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 hallo. Tschüssi. Willkommen in der Familie. Willkommen in der Familie, was hat er gesagt? Alter. Da lacht der Pisser, ey. Still. We gotta get the hell out of here. Nein, hinter dir, hinter dir. Come on. Scheint die Mutter zu sein. Eieieiei. Willkommen in der Familie. 24 Januar. Jetzt kaufen. Schlechtes Ende. Aha. Treten Sie dem Botschafterprogramm von Resident Evil bei Nuschelei. Da steht da. Okay, also das war jetzt das schlechte Ende. Das heißt, es gibt mehrere Varianten. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch beim richtigen Spiel zutrifft, dass es da mehrere Varianten gibt. Aber wahrscheinlich kann man da das noch irgendwas mit der Sicherung machen. Die habe ich jetzt aber nicht gefunden. Ich dachte, das läuft jetzt so alles darauf hinaus, dass wir die finden und dass es einfach weitergeht. Aber es gibt wohl, naja, mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze verlaufen kann. So entscheidungsmäßig glaube ich jetzt nicht. Nur halt, wie sehr man sich mit dem Spiel auseinandersetzt. Ich drück das mal hier weg. Ja, und das war's dann für die Resident Evil 7 Demo, beziehungsweise der Teaser für die Xbox One. Ja, ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe ihr auch. Lasst es mich wissen, wie es euch gefallen hat. Alles klar, haut rein. Euer Lexsimba. Ciao.